Auf Mannheims größter Baustelle seit dem Zweiten Weltkrieg in den Quadraten Q6, Q7 durfte jetzt die Presse einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dort soll bis 2016 ein Wohn- und Geschäftszentrum entstehen. Vorher muss aber noch eine harte Nuss geknackt werden, weil unter dem ehemaligen Parkhaus ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg abgerissen werden muss. Dafür werden täglich bis zu 20 Kilogramm Sprengstoff auf mehrere Bohrlöcher im Beton verteilt und gezündet. Also wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Sprengung, weil zum einen die Ladung setzt sich nach unten raus, so wie man hier sieht. Die Decke ist also so zerrissen, wie wir uns das vorstellen. Und was uns natürlich am meisten freut, ist, dass die Schwingungen, die notwendig sind oder beziehungsweise die verkraftbaren Schwingungen an den Nachbargebäuden weit unterschritten werden derzeit. Noch bis Anfang November soll täglich gesprengt werden. Dann soll ein Spezialbagger die Bunkerteile nach und nach abtragen.